Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Moin. Moin. Wieder den ganzen Tag nur gelabert, nur gelabert, nur gelabert. Ja, wir labern ja nur 5 Minuten, also das ist ja noch. Ein Glück. Ich wäre ja War schon. für manche auch schon nicht erträglich, aber das sollen Sie mal kommentieren. Wenn die dann schon unser YouTube sehen, dann sollen sie unten einfach reinschreiben, dass sie uns unausstehlich finden. Ja, bin ich ganz bei dir. Also ich finde es auch gut, wenn die mal was sagen würden, ne? Ja. Statt alles über sich ergehen zu lassen. Ne? Hast du gehört, der Habeck kippt unser Bier jetzt weg? Nee. Habeck Kann kippt er unser Zugang Bier in den zu Gulli. meinem Kasten? Hä? Habeck kippt unser Bier in den Gulli. Welches Bier? Naja, ich meine, der will jetzt einen Deutschlandfonds aufmachen. Hast du das nicht mitgekriegt? Der will unser ganzes Geld in den Gulli kippen, in Also einen ich kenne Deutschlandfonds. Suppenfonds, kenne ich. Suppenfonds. Aber dass man da Bierfonds. manchmal auch Bier für verwendet, weiß ich auch. Ja. Naja, also er will einen Deutschlandfonds machen. Er hat wohl verstanden, dass die Schuldenbremse nicht so funktioniert, wie er das glaubt. Ja? Und Lindner natürlich das immer noch glaubt. Und hat sich jetzt überlegt, er könnte das so machen, wie es die CDU-CSU immer früher gemacht hat. Ne? Wir gründen einen neuen Fonds, eine neue Firma, eine Autobahn GmbH zum Beispiel. Oder wir verkaufen die Telekom, dann haben wir eine Telekom AG. Und dann sind das Schattenhaushalte. Ne? Und dann klagt die CDU dagegen vor dem Verfassungsgericht. Also Habeck denkt, er macht einen Deutschlandfonds und macht das genauso wie die früher. Ja, kann er ja machen, kann er ja versuchen. Ja, ich finde auch. Also ich finde zwar, Also, dass die was Deutschen. ist denn, was bedeutet denn das? Das, was Habeck vorhat, ist das ominöse Prinzip Gießkanne. Aber in dem Falle ist es doch meines Erachtens gerechtfertigt, weil auch die kleinen Unternehmen, die investieren, 10% Steuerrückzahlung bekommen oder negative Steuer erstattet bekommen oder was auch immer. Das halte ich für in Ordnung, weil sie müssen ja alle investieren, wenn sie überleben Ja, wollen. Ja, das tun sie ja. im Moment nicht. Ich Ja. finde die Idee schnucklig. Ich will nur darauf hinweisen, dass die CDU das ja weggeklagt hat. Ne? Die haben das über Jahrzehnte selber gemacht, haben das aber jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht ja weggeklagt und dann ist das auch für Habeck nicht mehr zu erreichen. Ne? Also man kann den größten Unfug ins Grundgesetz schreiben, wenn er mal drinsteht, muss man ihn leider machen. Ne? Und bei der Zukunftsbremse ist das so. Der deutsche Michel mit einer, ich will die Intelligenz jetzt nicht beurteilen, aber man spricht ja immer von Milchmädchen, hat nicht Leid, verstanden. ich weiß es, die Milchmädchen, ja. Ja, genau. Das ist, aber die haben nicht verstanden, dass man in den Staatshaushalt ab und zu auch mal Geld reingeben muss für Bundeswehr, für Bahn, für Schulen, für Kindergärten. All den Kram, den Fritze Merz und seine Partei hat liegen lassen. Und, Ja, inzwischen ist das ja wohl anerkannt, dass dem so gewesen ist. Aber es folgt keine Konsequenz daraus. Also dass Merkel hat hat investieren lassen, dass es hat verkommen lassen, alles Mögliche. Mein damaliger Chef, der hat da ein Buch geschrieben, Merkel verwaltet, Deutschland verkommt oder verliert. Hat er geschrieben, schon, ich glaube, 2009 oder so hat er das geschrieben. Ja. Er hatte fürchterlich recht. Er hatte fürchterlich recht. Und wenn ich das richtig wahrgenommen habe, war er auch einer von den wenigen Aufrechten, die gegen die Schuldenbremse und den Fiskalpakt gestimmt haben. Ja, Und das war ein Aufwand, das klar zu machen. Na, lieber Mann. Und ja. Und eine Aufruhr, meine Güte. Aber egal, ja, gut, die er hat es haben gemacht. alle, die halten bis alle heute viel auf ihre eigene Dummheit. Ja? Die haben sich selbst kastriert in der Politik mit dieser Schuldenbremse. Und jetzt verstehen sie es auf einmal nicht mehr. Ja? Es ist nur noch, also Lindner versteht es. Lindner will das ja so. Ne? Habeck macht jetzt einen Deutschlandfonds, immerhin. Ein bisschen was hat er verstanden. Und bei der SPD weiß ich nicht. Also ich Ja, hoffe, dass. man hört nichts, ne? Man hört nichts. Man hört nichts. Wieder mal hört man nichts.
Na, wir müssen viel mehr ran an diese Fonds. Das Geld liegt auf der Straße. Georg Schramm hat das in einem Interview 2012, muss das gewesen sein, oder 13, in Liechtenstein auch thematisiert. Es muss das Geld da geholt werden, wo es ist. Das ist bei den Reichen. Die Reichen, wirklich Reichen, müssen höher besteuert werden. Ja, Punkt. Rudi, das ist es doch. Also selbst die USA haben höhere Vermögenssteuern, Einkommenssteuern als wir hier in Deutschland. Also das muss man sich mal antun. Die USA machen einen Inflation Reduction Act und hauen die Patte richtig raus in die richtigen Bereiche. Lindner sagt, das ist des Teufels. Der ist Trump-Fan und der will das gar nicht haben. Also die USA haben ja auch keine Zukunft, ist doch klar. Also so verrottet, wie das da ist, man sieht das ja an dem Wahlkampf, der da jetzt läuft, noch ungefähr eine gute Woche. Die haben keine Kinder, die überleben können, und erst recht dann keine Enkelkinder. Und dann können die ja auch heute machen, was sie wollen. Die können den Laden in Die Grund fahren den und an die Boden Wand. verschulden. Es ist Ja, ja egal, ja. genau. Ja, Und dann wenn das wirklich so wäre. Die Familienverhältnisse, ne? À la Putin, wo man sich ja auch ab und zu mal gegenseitig in der eigenen Familie erschießt. Die Russen müssen ein heftiges Familienbild haben, muss ich dir sagen. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe die immer für halbwegs zivilisiert gehalten, aber scheint ja Also die eben nicht. Russen gibt es ja schon mal gar nicht, ne? Ach so. Also, dann sagen wir mal, der Staatschef dieses Landes muss ein dramatisches Familienbild haben. Der scheint in seiner Familie so ein bisschen, wie hieß der früher da, der überall. Nee, Chuck Norris nicht, ne? Ja, solche Typen, ja. Naja. Als Chuck Norris ist er ja auch schon aufgetreten, der Putin. Also Oberkörper frei auf dem Pferd und so. Also das war eigentlich eine Karikatur von Chuck Norris. Aber egal. Hey, Also hat mir im Übrigen, was reden wir über diese Typen da, ja? Das, genau, da hat mir auch Guterres richtig leid getan. Also mit so jemandem dann noch ernsthaft reden zu müssen, ist schon hart. Ja, also diese ganze BRICS-Nummer war ja eine Nullnummer und außer eine Show. Ja, also Show war die wahrscheinlich sehr gut, aber dann auch noch ernsthaft mit denen reden zu müssen, das ist ja schon schmerzensgeldpflichtig. Ja. naja, zumindest kriegt die Mongolei jetzt ein bisschen Schwierigkeiten, weil sie ja den Putin haben ein- und wieder ausreisen lassen, ohne den internationalen Haftbefehl zu vollstrecken. Mal gucken, was dabei rauskommt. Dann kann man mal sehen, was ist Recht in der Welt noch Ja, wert. Ja, da müssen wir den Finger in die Wunde legen, da muss mehr passieren. also Also mal wir gucken. müssen schon Naja. regelungsgebundene Strukturen haben. Alles andere ist ja wohl Unfug. Und Olaf ist jetzt in Indien, ja. Jetzt könnten wir heute wieder schreiben, Olaf ist weg. Ja, kommt ja wieder. Naja, gut. Ja, naja, es Vielleicht ist. von Modi oder Moody, nee, wie heißt denn der noch? Ja, mal lernen, wie man einen Vielvölkerstaat demokratisch lenkt, mit welcher Präsenz man das nur kann. Ja, würde ich mir dann auch mal wünschen, dass er da sich das ein bisschen abguckt. Ja, man sollte Indien sicherlich unterstützen und die Präsenz ist bei Modi mit seinem religiösen Touch, ich will es freundlich formulieren, ja schon deutlich. Ja, natürlich. Man kann alles kritisieren, aber immerhin, Ja, die er hängt Inder das zusammen. kriegen es auf die Reihe, ja. Da bin ich bei dir. Das ist die größte Demokratie auf dem Planeten. Und ich finde es auch wichtig, dass wir die unterstützen. Die dürfen auch nicht weiter abhängig werden von Russland, als es eh schon sind. Ich Ja. finde, wir sollten mit den Indern intensiver kooperieren, das wirklich dramatisch hochfahren. Das ist auch ein riesiger Markt. Das sind kluge Leute. Die haben einen IT-Sektor. Da könnten sich unsere Politiker mal beraten lassen, was Cookies können zum Beispiel. Die Ja. in Indien wissen das. Und wir werden uns ja auch damit auseinandersetzen. Ihr könnt da unten mal bei uns reingucken in Tilliks Ausblicke. Und auch wieder mitdiskutieren, mitlabern, ja, weil Cookies, die können vermutlich wesentlich mehr, als ihr euch das vorstellt. Da werden wir euch demnächst was um die Ohren hauen. Die können nicht vielleicht, die machen das.
Genau, die machen das einfach. Ja, die machen das einfach. So, und ihr solltet das jetzt auch einfach machen. Uns abonnieren Und kommentieren. und kommentieren, damit wir Ja. morgen nochmal wiederkommen. Ja. Das ist jetzt ein Angebot. Also, wenn ihr uns nicht kommentiert, kommen wir trotzdem morgen wieder. Das ist die Drohung.